Hallo Menschen, ich möchte heute Ein Freitod von Steffen Kverneland besprechen. Das Ganze fragte ich als Rezensionsexemplar an und es wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hier würde ich den Begriff Graphic Memoir gelten lassen oder man kann auch einfach sagen, es ist ein Comic, was sich mit dem Selbstmord des Vaters eben unseres Zeichners und Autors auseinandersetzt. Der hatte sich damals umgebracht, als der Zeichner erst 18 Jahre alt war. Teilweise ist dieses Comic jetzt ausgestattet mit wirklich so normalen Originalfotos. Teilweise hat man so halbwegs realistisch gehaltene, ich weiß nicht genau, ob Aquarell- oder Wasserfarbenzeichnungen. Und was ich aber vorher in der Leseprobe nicht gesehen hatte, ist, dass es eben auch mitunter einen eher Cartoon-Stil gibt, den ich persönlich nicht besonders mochte, wo ich aber zugeben muss, dass er inhaltlich vielleicht doch ganz gut passt, denn das kommt hauptsächlich eben in den Kindheitserinnerungen auf. Das heißt, es ist vermutlich jetzt nicht unbedingt schlecht gewählt, aber es ist jetzt auch nichts, was ich unglaublich gerne anschaue. Also da gefielen mir die etwas düster gehaltenen Aquarellzeichnungen auf jeden Fall besser. Aber insgesamt, wenn man so ein bisschen durchblättert, ist das Ganze jetzt nicht unbedingt farbenfroh, sondern es hat schon weitestgehend irgendwie eine gedrückte Stimmung, sobald man ja sowieso die ganze Zeit weiß, dass der Vater sich eben schon umgebracht hat. Das Ganze ist jetzt eben eine Mischung so aus Erinnerungen an den Vater, also wirklich auch einfach ein paar schöne Dinge aus der Kindheit, aber dann eben auch so Überlegungen, was wohl den Selbstmord eventuell ausgelöst hat. Und davon ausgehend gibt es aber auch so ein paar allgemeine Überlegungen über Trauer und da fand ich echt, da gab es einige sehr gute Formulierungen, zum Beispiel also direkt nach dem Selbstmord hat er auch, also er wollte zum Beispiel kein Mitleid, er hat so seinen Freunden gesagt, nee, wir machen einfach weiter, wie es geht. Aber an sich hatte er dann natürlich trotzdem Momente, in denen er zusammenbrach und hier steht dann so allgemein: Trauer ist etwas Seltsames. Manchmal in Phasen der Trauer habe ich das widerliche Gefühl, meine Trauer eigentlich nur zu spielen und vorzutäuschen, sogar wenn ich allein bin. Ich weiß noch, wie ich nicht lange nach Papas Selbstmord auf einer Bank im Chupadalen saß. Ich zündete jede neue Zigarette mit der vorherigen an. Konnten Sie mir ansehen, wie schlecht es mir ging? All den Schmerz und die Trauer sehen, die ich in mir trug? Sah ich interessanter und tiefsinniger aus? Wenn Sie nur wüssten. Es passte nur zu gut zu dem romantischen Künstlermythos, den ich pflegte. Dem Mythos vom tragischen, selbstzerstörerischen Genie, das von schweren Zeiten Tod und Elend heimgesucht wurde. Dass ich das heute noch weiß, liegt daran, dass ich mich dafür schäme, mich immer dafür geschämt habe. Trauer wird durch Eitelkeit beschmutzt. Diesen letzten Satz, den finde ich großartig. Trauer wird durch Eitelkeit beschmutzt. Ne? Also das ist klar ausgehend von ihm und seiner persönlichen Erfahrung, aber das kann man wirklich auch sehr allgemein interpretieren oder auch für sich selbst annehmen, finde ich. Ich war auch beeindruckt davon, wie ehrlich er seinen Vater auch in dessen Schwächen beschreibt. Also es gab wirklich einige Stellen, da wurde mir der Vater definitiv unsympathisch und ich fand es regelrecht ein bisschen unangenehm, darüber zu lesen und habe mich gefragt, wie unangenehm es dann erst sein muss, das über seinen eigenen Vater aufzuschreiben. Also um euch mal zwei Beispiele zu geben, der Vater hörte zum Beispiel liebend gerne Jazz, bevorzugt eben auch von schwarzen Musikern und er war zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Fan von Muhammad Ali, aber wenn in einem Film jetzt, sag ich mal, irgendein Schwarzer auftauchte, den er nicht kannte, dann machte er sich damit wirklich rassistischen Vorurteilen drüber lustig. Oder er hatte auch eigentlich nur permanent irgendwelche blöden Witze über Schwule und sein eigener Sohn, also nicht der Zeichner, sondern dessen Bruder, war halt die ganze Zeit schwul und hat sich nicht getraut, sich zu outen aufgrund dieser ja wirklich auch krassen Ausdrücke und das halt über seinen eigenen Vater festzuhalten. Also finde ja, was heißt mutig, also da, aber das ist bestimmt nicht gerade angenehm gewesen beim Zeichnen. Insofern war ich beeindruckt davon, was er uns für ein volles Bild von diesen Menschen liefert. Und insofern spielt das Ganze natürlich auch viel mit Erinnerung, aber was ich auch sehr interessant fand, ist, dass es auch schon direkt die Arbeit eben an diesem Comic hier mit ins Comic einarbeitet. Denn es gibt einen Moment, da beschreibt er zum Beispiel, dass sein Vater damals einen Abschiedsbrief an die Mutter hinterlassen hatte. Und als die dann Jahre später eben auch starb, räumte unser Zeichner die Wohnung aus und er schrieb, dass sie entweder den Brief gar nicht gefunden hatten oder auf jeden Fall nicht gelesen haben. Und dann auf der nächsten Seite dieses Comics sagt er, wie seine Frau diese vorherige Seite gelesen hatte und sagt, nee, du, das ist nicht wahr. Wir haben den gefunden und wir haben den auch gelesen. Du hast da auch noch eine ganz bestimmte Sache dran kritisiert. Und unser Autor konnte sich nicht daran erinnern. Und ich glaube ihm das auch. Es gibt viele Dinge, die man wirklich einfach verdrängt oder vielleicht wollte er sich nicht erinnern. Also das war, fand ich sehr, sehr interessant. Also nochmal so, dass es eben nicht nur, okay, damals hat sich mein Vater umgebracht, sondern auch wie er jetzt immer noch damit umgeht und wie das Zeichnen ihm hilft oder vielleicht ihn auch teilweise belastet. Also das war eigentlich ganz gut irgendwie wieder mit eingearbeitet.
Natürlich versucht man auch so ein bisschen die psychische Krankheit des Vaters zu behandeln. Damals hatte man eben, also oder zumindest die Leute hier hatten nicht Depression dazu gesagt, und es hieß immer so, der Vater hat so seine Phasen, also er zieht sich dann eben auch immer mal zurück, er trinkt allein und dergleichen. Und was mich zum Beispiel extrem berührt hat, ist, dass der Autor dann später mal ein Buch findet und sich da drin die Anmerkungen seines Vaters durchliest. Und das Buch heißt, ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber es heißt, Wenn die Besten nicht mehr können. Und das ist eben ein psychiatrisches Sachbuch. Und dann zu sehen, was der Vater sich da für Stellen markiert hat. Ich lese euch mal ein paar vor. Laut der existenziellen Psychotherapie ist die der Depression zugrunde liegende Störung eine Veränderung im Verhältnis des Patienten zur Zeit, insbesondere zur Zukunft, die im Bewusstsein des Patienten sozusagen nicht existiert. Freude, das Gegenteil von Depressionen, setzt voraus, dass die Zukunft etwas bereithält, worauf wir uns freuen können. Depressive Patienten glauben selbst nicht an einen positiven Krankheitsverlauf. Es gehört zur Krankheit, dass sie skeptisch und pessimistisch sind. Und sowas dann eben Jahre später zu lesen und zu wissen, meinem Vater ging es die ganze Zeit so, und das sind die Stellen, in denen er sich wiedererkannt hat, das finde ich schon hart. Aber es gibt natürlich auch wieder ganz viele schöne Erinnerungen an die Kindheit. Also der Vater war zum Beispiel auch so ein Bastler, der hat ganz viel für seine Kinder gemacht und dergleichen. Also es ergibt meiner Meinung nach ein sehr rundes Bild. Es ist aber auch wirklich so, dass die Fragen nach dem direkten Moment des Sterbens den Autor nicht loslassen. Also er fragt sich auch bis später noch, ob der Vater vielleicht doch nochmal Angst gekriegt hat. Ob der wohl in dem Auto das Licht angelassen hat. Also der Vater hat sich mit Abgasen umgebracht. Ob er dann wirklich vielleicht einfach ganz ruhig eingeschlafen ist oder ob er dann doch nochmal aufgeregt war, ob er eigentlich raus wollte und sowas. Also das lässt ihn nicht mehr los. Und zum Beispiel ist auch, also die erste Seite des Buches ist, dass unser Autor mit seinem Sohn auf dem Knie da sitzt und er sich daran erinnert, wie er selbst so auf seinem Vater saß. Und die letzte Seite des Buches ist dann aber, dass er eben wieder so mit seinem Sohn da sitzt, aber in Gedanken eben an das Auto denkt, in dem sein Vater sich umgebracht hat. Das heißt, natürlich macht es nicht seinen kompletten Alltag aus, dieses Nachdenken über den Selbstmord, aber es hat halt immer noch Einfluss auf ihn. Und insofern finde ich, dass das wirklich ein erfolgreiches Buch ist, in dem Sinne, dass es eben den Vater einerseits lebendig werden lässt, irgendwie so ein bisschen, also die Erinnerungen an ihn, aber auch den Einfluss, den dieser Suizid eben auf das ganze Leben des Autors hatte. Und dazu ein letztes Zitat, was der Autor dem Deutschlandfunk gegenüber, glaube ich, gegeben hat. Ich verlinke euch den Artikel. Da sagt er, es geht um emotionalen Schmerz und darum, wie man mit Selbsttötung fertig wird. Manche Hinterbliebene verbittern und beschuldigen die Opfer, dass sie ihre Familie verlassen haben. So geht es mir nicht. Mein Vater wollte uns nicht verletzen. Er hat sich umgebracht, weil er nicht am Leben bleiben konnte. Das ist nicht böse, das ist tragisch. Und ja, das kommt, finde ich, im Buch auch sehr, sehr gut rüber. Also, dass das kein perfekter Mensch war, aber dass er ihm jetzt irgendwie nicht im Nachhinein die Schuld gibt, obwohl es immer noch irgendwie Einfluss auf sein Leben hat. Und ich glaube, ihr habt es gemerkt, also ich fand das auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch. Es ist natürlich, ich sage das jetzt bewusst so, es ist nur ein Comic. Das heißt, selbst wenn es lang ist für ein Comic, ich glaube jetzt irgendwie in Buchform, also in Memoirenform, da steht einfach irgendwie doch noch ein bisschen mehr drin. Also hier spielen die Zeichnungen eben auch eine große Rolle. Für mich war das ein sehr gelungenes Gesamtpaket. Aber ihr müsst halt selber wissen, ob das das richtige Medium für euch ist. Für mich war es das auf jeden Fall. Ich mag das auch, dass es eben ernstere Themen, also gab es wahrscheinlich schon immer, aber ich finde in letzter Zeit auch nochmal so ein bisschen vermehrt, wo sich Leute zum Beispiel auch mit ihrer eigenen Depression auseinandersetzen oder sowas in diese Richtung. Und ich mag das sehr, dass es eben auch in diesem Medium vorkommt und insofern auch Leuten zur Verfügung steht, die vielleicht keine Lust haben, jetzt irgendwie 500-seitige Memoiren zu lesen. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann danke ich euch heute erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß, dass es eher ein ernstes Thema ist, aber ihr könnt mir trotzdem gerne Kommentare dalassen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.